Hier habe ich nochmal einen schönen Split, und aber den habe ich halt sägen müssen, damit ich auch die Ader ein bisschen schwächen kann. Also hier vorne habe ich einen Schnitt gemacht, hier an der Seite, und da vom großen Stein abgetrennt und habe dann da genau diese Spalte hier drinnen dann aufgebrochen. Das ist jetzt nur rein vom Bruch. Weil der Bruch beim Opal muschelig ist, also bricht wie Glas. Ein schönes intensives Farbenspiel. Ich hoffe, dass einigermaßen rüberkommt bei dem Video. Und da sieht man noch, da geht die Ader ein bisschen weiter. Und da ist noch eine zweite Ader. Wie gesagt, ich wollte nicht alles aufspalten, sondern ja. Und so sieht er dann aus von allen Seiten. Ja.